Hallo liebe Freunde der Modelleisenbahn, wir sind hier wieder bei EEP 12 angespielt. Ja, wie weit sind wir jetzt hier gekommen? Wir haben unseren Kreis soweit, wir haben zwei Sigma fahren lassen, wir haben dort die Signale gebaut, einmal für die Sicherung des Güterzuges, der entgegengesetzte Fahrt läuft, und der Personenzug, der dann entsprechend immer an den Bahnsteiggleisen halten soll. Das habe ich schon mal ein bisschen weiter die Sache geführt. Wir sehen, wir kommen hier an einen weiteren Kreis vorbei mit einem kleinen Schienenbus. Und dieser Schienenbus, der endet an unserem Bahnhof. So, wenn wir mit unserem Zug angekommen sind, dann werden wir uns als nächstes um den Schienenbus kümmern. Und wir sehen, wenn der Zug hier angekommen ist, dann nimmt der Kurs natürlich zum Bahnsteig hin, hält hier automatisch an, und da hinten der Güterzug setzt sich langsam in Bewegung. So, eigentlich müssten wir ja hier kurz mal noch eine Straße mit einbauen, und dann könnten wir auch gleich mal dort noch die Schranke einbauen, den Bahnübergang. Ah, lassen wir das erstmal hierbei. So, wir haben gesagt, der Schienenbus. Schienenbus soll Folgendes passieren. Gehen wir auf den. Der soll also von irgendwo ankommen. Nehmen wir an, das ist der andere Endbahnhof hier. Ein anderes kleines Dorf. Ich habe einfach mal nur so Strecke gelegt. Und da soll Folgendes passieren. Er soll also in den Bahnhof einfahren. Mal ruhig ein bisschen mehr Gas geben, falls er schneller kann hier, aber allzu schnell kann er ja nicht. So, hinten ist ein Prellbock und eine Haltetafel gesetzt worden. Die Haltetafel hier direkt so in Höhe des Prellbockes gesetzt. Wir sehen, er bremst wunderbar ab. Kommt dann auch rechtzeitig zum Stehen und sollte dann eigentlich an diesem Prellbock stehen bleiben. Der klappt wunderbar, weil die Haltetafel noch ein Stück dahinter. Naja, geht ein bisschen rein. Gut. So, ihr habt schon so einen kleinen Ruckeln eben gemerkt, und das erkläre gleich, was hier passiert ist. Also, er ist hier aufgefahren, hat das Signal auf Halt geschalten. Und gleichzeitig ist er über einen weiteren Schienenkontakt gefahren, der automatisch die Fahrtrichtung ändert, aber nicht sofort. Dann würde er nämlich sofort in die Entgegengesetzrichtung fahren, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Und wir sehen, der fährt jetzt in die andere Richtung weiter. So, ich werde ihn mal gleich hier nochmal anhalten. Und das machen wir einfach hier mit, dass wir sagen, okay, wir bremsen den jetzt per Hand. Wir haben die Handsteuerung jetzt eingeschaltet. Und wir lassen den jetzt einfach mal hier anbremsen. Und werden diese Schaltung, die ich hier schon gemacht habe, werden wir jetzt da drüben nämlich auch machen. Wir gehen zurück in den 2D-Bereich und gehen hier auf unsere Gleise rauf. Mal ein bisschen größer machen. Okay, das erste, was wir natürlich machen, dass wir hier eine Haltetafel wieder setzen. Ich hoffe, das klappt immer gleich so. Man probiert da manchmal irgendwas aus hier. Dann funktioniert das, und ausgerechnet dann funktioniert es nicht. Ob das jetzt richtig ist, ob ich da noch ein Giersignal setzen muss oder ob ich da tatsächlich eine Haltetafel setzen muss, das weiß ich nicht. Ich kenne die Eisenbahnvorschriften nicht. Ich baue einfach nur, dass das passt, dass mir das gefällt. So. Wer natürlich jetzt Modellbauer ist und sagt, du Wolle, hör mal zu, das mit der Haltetafel, das haut nicht hin. Kann man nicht machen, darf man nicht machen. Dann sagt mir das einfach und ich passe das so an, wie es sich gehört. So, ich setze hier auch wieder ziemlich weit am Ende hin und achte letztendlich nur darauf,
dass dieser Teil, können ja hier wahrscheinlich, ja, machen wir auch so einen kleinen Abstand, der reicht ja hier aus. Das ist ja nur der Punkt, ab wann er dieses Signal denn praktisch bekommt, hier dieses Vorsignal. So, und jetzt müssen wir das natürlich schalten, hier haltet habe, teils. Also wenn ein Zug aus dieser Richtung kommt, und das ist auch so, dann möchte er doch bitte das Ding auf Halt schalten. Also sagen wir hier, auf Halt. Wir könnten das doch gleich mal mit einem Umschalter eigentlich benutzen. Ne, das machen wir nachher. Das zeige ich euch nachher. So, auf Halt. Und natürlich aus der richtigen Richtung. Das heißt, der fährt hier drüber. Signal wird auf Halt gesetzt. Gut. Jetzt brauchen wir als nächstes ein Signal für das Fahrzeug. Und das ist jetzt ein Fahrzeugsignal. Sieht ein bisschen anders aus von der Farbe her. Das heißt also, der Zug, der aus dieser Richtung kommt, der soll die Fahrtrichtung ändern. Man sieht, man kann hier eine ganze Menge machen. Man kann die Routen festlegen und dann kann man festlegen für bestimmte Züge noch. Ja, bei uns wäre dieser VT98 und so weiter. Dann kann ich, was gibt es hier noch? Die Routen, ja, unverändert aussehen, keine Route, Auswahl der Route. Ja. Wenn ich also mehr Routen vorher in meinen Fahrplan da festgelegt habe, dann kann ich auch sagen, nur alles, was zu dieser Route gehört, kann hier geändert werden. Und dann gruppenweise kann ich hier noch einstellen machen. Also wie gesagt, das ist eben eine ganze Menge, die hier gemacht werden können. Aber wir brauchen hier unten, haben wir immer die Geschwindigkeitsüberwachung. Ich kann dort sagen, wenn er über diesen Kontakt fährt, dann soll er nicht schneller fahren als Super. Also das kann auch noch alles gemacht werden. Aber wir sagen ihm, er soll eine Fahrtrichtungsumkehr hier machen. Und diese Umkehr soll aber nicht sofort erfolgen, sondern wir geben mal die Zeit, denn der muss ja auch noch anhalten da. Wir sagen einfach mal 45 Sekunden soll das verzögert werden. Das heißt also, der fährt rüber, bleibt aber trotzdem in dieser Richtung noch, hält natürlich hier an durch das rote Signal, was wir ihm gegeben haben. Und dann erst schaltet er die Fahrtrichtung hier um. Jetzt müssen wir ihm aber auch noch sagen, okay, wenn er hier rüber gefahren ist, dann soll er circa auch nach 45 Sekunden wieder auf grün schalten, damit er auch wieder fahren kann. Und das nehmen wir uns natürlich wieder dann ein Signalkontakt, markieren das Signal, das wir auch das richtige drin haben, legen wir das Signalkontakt, natürlich auch die Richtung, sagen auf Fahrt hier unten und hier stellen wir auch eine Verzögerung ein von 45 Sekunden. So, das heißt, dann bleibt er auch ein bisschen stehen hier, Tatsache. Ja, er hat den schon freigeschaltet, aber es wird erst aktiv nach 45 Sekunden. So, dann gucken wir mal, ob das schon alles gewesen ist, ob das hinhaut, so wie wir uns das vorstellen. Gut, jetzt müssen wir den natürlich wieder auf Automatik stellen, das ist mal ganz wichtig. Ja, wenn wir das hier auf die Handschaltung lassen, dann reagieren natürlich alle Signale nicht. Also klicken wir nochmal hier auf und jetzt haben wir die Automatiksteuerung, steht doch hier. Automatik ist noch aus und wenn wir jetzt ziehen hier und stellen jetzt bestimmte Geschwindigkeit ein, dann steht hier auch Automatik ein. So, er fährt jetzt also erstmal wieder hier lang und sollte dann eigentlich wechseln. Dann werden wir mal gucken. Ja, unterdessen wie das hier alleine funktioniert und dass wir die Zeit überbrücken, habe ich mir jetzt Folgendes gedacht. Ich denke mal, dass ich hiermit vielleicht den letzten Film von einer Vorstellung mache. Das heißt also, dass ich dann eigentlich eine neue Staffel beginnen kann. Eine neue Staffel heißt, dass wir wirklich aufbauen, mit allem drum und dran, mit dem Kleinetmann, Betriebswerk, mit Häusern, mit Menschen, die rumlaufen, dass ich heute so in zwei Sachen noch zeige, was man hier noch alles integrieren kann. Wir werden uns dann eine etwas größere Platte nehmen
und darin die Geschichte Stück für Stück weiter ausbauen. Innerhalb dieser Staffel werde ich euch natürlich dann zeigen, wie man Schattenbahnhöfe macht, wie man das Geländer angleicht oder sich entsprechende Berge, Wälder und so weiter anrichtet. Wir werden mit einer komplett flachen Platte dann beginnen und dabei werde ich dann Stück für Stück mit euch alles durchgehen. Ich weiß nicht, ob es für euch gut so ist, ob ihr das so haben wollt oder ob ihr sagt, nee, ich stelle erstmal noch so ein paar kleine Sachen vor. Das ist ja schon fast so wie ein kleiner Workshop. Okay, dann mache ich das weiter. Oder eben, wie gesagt, wir fangen eine komplett richtige Platte an. Die ist ja ein bisschen klein hier geraten. Wir wollen ja ein bisschen was, dass hier auch was passiert. So, also drüben diese beiden Züge, das läuft schon alles richtig toll. Dann werden wir mal gucken, ob hier unsere Rechnung jetzt aufgegangen ist. Traut manchmal nicht gleich beim ersten Mal hin, da muss man noch so ein bisschen rumfummeln mit den Haltepunkten und mit den Kontakten, die man da gelegt hat. Und ja, also erstmal mit dem Halten, das funktioniert. Im Notfall könnte man so gerne, dass der hier hinten nicht auch in den Prellbock drin glitscht, einfach ein bisschen weiter vor. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Also wir werden diese Haltetafel, die werden wir hier weiter hier sehen. Ihr habt gesehen, es hat eben so ein bisschen geruckelt. Er hat also schon umgeschaltet. Dann müssen wir eigentlich nur noch hoffen, dass die Freischaltung genauso funktioniert hat. Und dann haben wir das ja auch geschafft. So, mal gucken. Ja, das muss definitiv, muss denn da. Wie gesagt, man muss immer noch so ein bisschen nachkorrigieren, auch mit den Bahnsteigen. Aber da zeige ich euch dann auch beim nächsten Mal so einige Sachen, die man da richtig schön nachkorrigieren kann. So, jawohl, und er fährt los in die andere Richtung wieder und würde jetzt hier auch automatisch da drüben dann wieder wechseln. Also wir haben hier den wunderbaren Fahrbetrieb. Da drüben fahren zwei Züge auf einer eingleisigen Strecke in entgegengesetzte Richtung. Hier haben wir einen Pendelzug drin. Und damit haben wir schon auf dieser kleinen Platte hier mit ein paar Gleisen doch schon einen regen Betrieb gemacht. Ja, dann ein paar kleine Besonderheiten, die ich euch eigentlich ruhig noch zeigen könnte, wäre dann folgendes. Ich gehe mal einfach raus aus dem Fahrmodus mit der anderen Kamera. Ich lasse mal hier jetzt die Kamera stehen und wir gehen mal hier so ein bisschen in der Mitte rein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und wir holen uns mal hier jetzt ein paar andere Modelle rauf. Und zwar auch ist das Rollmaterial, aber jetzt muss ich überlegen, Animation, Tiere, Menschen, Tiere, ja. So, wir werden uns mal hier ein paar Kühe hinsetzen, die ja einfach so frei durch die Gegend rumlaufen, indem wir die anklicken, haben wir allerdings kein Vorschaubild und gehen hier hin und setzen die einfach mal hier mitten hin. Ne, hier geht's nicht. Müssen wir doch in 2D. Müssen wir doch in 2D machen. Ja, hier raufklicken. Und ich wollte jetzt eigentlich irgendwelche Kuhtiere haben, ja. Ja, wie war denn das hier? Wie war denn das? Ne, ich wollte jetzt keine Menschen haben, die hier wild durch die Gegend laufen. Das kann man nämlich auch machen. Ich wollte eigentlich Tatsache Straßenbahnobjekte. Wie war denn das mit diese Kühe? Das sind Güter, die wollen wir nicht bewegen. Signale, das wollen wir auch nicht machen, das auch nicht. Ja, das ist so. Animationen. Ah ja, hier. Ja, also. Ich verstehe nicht, das hätten sie eigentlich auch besser wäre oder hier drin mitgemacht, aber die haben es ja bei Natur mit drin gemacht. Und da haben wir dann eben mal die Tiere natürlich. Und dann gucken wir Fische, also wenn wir hier einen Bach machen, dann können wir da auch schwimmende Fische, dann Enten, die da durch die Gegend laufen, die Kühe haben wir, die durch die Gegend rennen, verschiedene Arten von Kühe. Dann haben wir hier auch stationäre Kühe, die wohl stehen bleiben. Pferde, die rumrennen, Pferde, die stehen bleiben.
Rahmen, die durch hier hinfliegen. Also es ist schon enorm, was hier angeboten wird. Und das in dem, das gehört mit zu dem Standardpaket. Ne? So, dann gucken wir uns mal die laufenden Kühe hier an und setzen die jetzt wirklich mal hier. Ja, die wollten wir hier zwischensetzen, ne? Gut, und wir setzen die mal hier zwischen. So, und dann werden wir mal gucken, dass wir hier die Position haben wir. Das bleibt und die Reichweite, 25 Meter. Also so lang wollen wir die mal nicht laufen lassen. Wir sagen immer mal, wir wollen die Zähne nur laufen lassen. Und dann gucken wir mal, was jetzt da passiert. Und zwar gehen wir voll mit der Kamera natürlich hier auf. Zack, und da sind unsere Kühe. Und wenn wir umschalten, jetzt laufen die Kühe los und verteilen sich natürlich in diesem Bereich, den wir ja angegeben haben, von 10 Meter und trotteln da eben durch die Gegend. Also für eine kleine Eisenbahnplatte, für eine Modellbahnplatte ist das schon wirklich enorm. Ja, wir gucken uns das gleich mal nochmal mit den Pferden an hier. Wir nehmen ja noch die Pferde gehend hinzu. Dann packen wir die auch mal noch hier hin. Und dann nehmen wir mal noch eine stehende Kuh dazu hier. Und ein stehendes Pferd auch noch hier. So, und dann haben wir hier schon, naja, Fische packen wir jetzt nicht hin. So, dann haben wir hier doch eigentlich schon, guckt euch das mal an, eine ganze Menge Bewegung drin. Ja, da läuft Pferd rum, da bleiben Kühe stehen, die Pferde sind auch stehend hier, wir haben nur das eine Pferd hier, da haben wir jetzt aber auf 25 Meter gelassen, haben wir nicht weiter gemacht. Und also ich finde es schon richtig toll, was man da dann sieht. Die andere Geschichte, was wir denn hier noch drin haben, das sind natürlich auch Menschen, aber die können wir, glaube ich, nur auf der Platte dann wieder aufsetzen. Ne? Sonst hier, da haben wir auch noch einen Strenner. Das ist natürlich auch denn hier, was für Klänge. Ach, da haben wir ja, da plätschert es hier, Flughafengeräusche, Ferkel quieken, Hunde, also man kann hier alles Mögliche mit Schaltern noch aktivieren und weiß ich was alles. Es ist schon sehr, sehr umfangreich, was hier also gemacht werden kann. Wir werden mal hier, die Menschen, die sollen einfach nur so ein bisschen hier durch die Gegend laufen. Weiß ich jetzt nicht. Das habe ich alles noch nicht ausprobiert. Muss ich alles wirklich noch ausprobieren hier. Nee, da geht noch nichts. Also das müssen wir bestimmt anders machen. Weg auf jeden Fall noch ausprobieren. Ist versprochen, so dass wir hier auch dann noch mehr Bewegung reinbekommen. Dann haben wir, glaube ich, aber noch, was war denn hier noch so schöne Bodenmodelle? Gräser, Steine, ne, das war sowas alles hier. Also jeder Grashalm kann hier einzeln gesetzt werden. Steine kann man natürlich auch setzen, ja. Da haben wir ein paar Felsklamotten, die wir überall noch hinpacken können. Was haben wir noch hier drunter? Irgendwo, ich glaube, im Moment mal, war das hier jetzt drin. Immobilien, Land, sonstige, nee, da ist nichts. Aber hier müsste vielleicht Land, Wohnhäuser, Landwirtschaft. Nee, das sind nur feste Häuser, sonst hier Gasthof, eine Hammerschmiede, also ihr seht doch hier sehr, sehr schöne Modelle auch bei. Das war auch nicht. Das war auch nicht. Wo war denn das hier? Ausstattung? Ausstattung. Kesselwagen, Hafen. Steuerelemente, Verkehr. Man sollte das doch immer wieder mit raus machen, ja, sonst hat man ja so viele hier unten drin. Schifffahrt, Luftfahrt, Prellbrücke.
Ausstattung war da auch nicht. War das dann doch hier mit drin? Gräser, Terra, Berge und Gewässer, Gräser, Gruppe Pflanzen, Fauna, Menschen. Ach, da haben wir noch Angler und Siegwart. Ja, für einen Bahnsteig und Eisenbahner und Feuerwehrleute und Kinder, die da rumtoben. Also hier kann man auch noch sehr viel einsetzen von Tieren. Das Wildschweine und Rehe, aber das sind alles Stehende eben. Ja, wo war, das ist immer das Schöne, man will was zeigen und findet man es dann plötzlich nicht mehr. Ja. Vorhin habe ich noch rumgespielt damit und nun finde ich es nicht mehr. Krass. Gräser, Menschen, Fauna, Tiere, Berge, Gräser, Klinge, Tiere, Menschen, sonst jetzt. Wir sind aber richtig drin, ne? Was mir aber noch fehlt hier, Bäume, Gruppen von Pflanzen. Nee, da war es auch nicht. Also müssen wir beim nächsten Mal mitmachen. Auf jeden Fall ist es hier möglich, dass man jetzt so ja ganze Getreidefelder hier aufbauen kann und mit einem fahrenden Mähdrescher, der das wirklich der Sache abmäht, und dieses Zeug, das wächst dann auch wieder nach. Gut, was fehlt denn noch an Bahnschranken und so weiter und so fort, also Bahnübergänge, die man mit Straßen noch verbinden kann, wo die Autos dann noch von alleine stoppen, wo die Bahnübergänge, die Schranken von alleine runtergehen, so wie irgendwie Zugverkehr drin ist. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel, was man hier noch mitmachen kann. Gut, also wie gesagt, Leute, schreibt mir bitte ruhig in den Kommentaren drin, soll ich erstmal hier auf dieser Platte so weitermachen, Stück für Stück, das als Workshop und als Vorstellung, oder wollen wir wirklich eine Staffel beginnen, wo wir dann die ganze Eisenbahnplatte mit allem drum und dran uns Stück für Stück aufbauen. Das sollte erstmal wieder gewesen sein. Tschüss, sagt euch Woll158, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.